einen schönen guten Morgen aus Phuket, Thailand. Wie ihr seht, bin ich heute ein bisschen overdressed. Ich hab mich ordentlich hergerichtet, weil ich bin auf dem Weg zum Big Buddha. Da geht man nicht in Schlappen hin, da geht man nicht im Fightshirt hin. Ich habe mich natürlich entsprechend gekleidet. Ich werde den Big Buddha und dort einen Mönch besuchen. Ich werde mir den Segen abholen für die Kämpfe morgen. Ich hoffe, dass die Vorbereitung heute im Lauf des Abends dann noch einigermaßen gut läuft, denn ich muss auch 3 Kilo cutten. Ich hatte einige Schwierigkeiten jetzt im Vorfeld, auf die möchte ich jetzt aber nicht eingehen, das werde ich dann nach dem Kampf machen. Hatte einige Schwierigkeiten zu bewältigen, ist schon echt knackig und deswegen hat es auch mit dem Gewicht nicht so geklappt, wie es eigentlich geplant war. Ich wollte ja eigentlich, ich bin mit 79,5 in Deutschland abgeflogen. Bin jetzt immer noch bei 79,5. Werde also definitiv heute cutten müssen. Das heißt, ich gehe mit dem Armin und mit dem Elias später noch in die Sauna heute Abend. Hoffe, dass ich das alles ganz gut überstehe. Den Schwitzanzug von Fairtex habe ich mir beim Elias auch schon gekauft. Mit dem werde ich morgen früh dann aufstehen, werde dann versuchen, dort noch das letzte Kilo auszuschwitzen, wenn noch was geht. Und hoffe natürlich, dass ich so wie immer die letzten 40 Jahre mein Gewicht habe. Ja, also es wäre das erste Mal, dass ich jetzt das Gewicht nicht hinkriege. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich. Ich werde erst dann aufhören, wenn ich das Gewicht habe. Heute also noch einiges vor mir, das heißt jetzt im Moment auf dem Weg zum Big Buddha. Danach werde ich noch ein bisschen einkaufen, werde dann beim Elias im MMA Guy Shop vorbeischauen, im MMA Guy Café. Werde mich damit Elias und Armin treffen und dann werden wir einfach mal beratschlagen, wie die weiteren Pläne sind. Es wird auf jeden Fall heute Abend in die Sauna gehen, das heißt, ich gehe so spät wie nur möglich, damit ich dann nach der Sauna direkt ins Bett kann und dann werde ich versuchen, das Gewicht zu halten bis morgen und dann natürlich morgen früh noch das letzte bisschen rausquetschen, wenn es noch nötig wäre. Tja, und ansonsten freue ich mich jetzt darauf, den großen Buddha endlich persönlich besuchen zu können, bestaunen zu können. Und ich bin wirklich sehr angetan davon, jetzt den letzten Tag vor meinem Wettkampf recht spirituell anzugehen. Das ist ja eigentlich so eine Sache, die ich schon immer auch in Japan gemacht habe. Wenn ich in Japan gekämpft habe, war ich am Tag vor dem Kampf, am Abend vor dem Kampf, immer noch in einem Tempel und habe um meinen guten, harten Kampf gebetet. Die Bitten wurden mir bisher immer erfüllt. Und es hat auch ganz gut geklappt. Von daher, never touch a running system. Also ich freue mich jetzt wirklich sehr auf den Big Buddha und auf das Blessing, auf den Segen von dem Mönch. Ich melde mich dann später wieder aus dem MMA-Café. Ciao. So, ich bin jetzt hier angekommen und echt wunderbar. Der Taxifahrer hat angeboten, dass er hier auf mich wartet. Das heißt, ich muss mich nachher gar nicht um ein Taxi kümmern, sondern kann direkt wieder bei ihm einsteigen und dann geht's runter zu meinem Mega-Shop. Jetzt geht's aber erstmal hoch zum Big Buddha. Also ich muss schon sagen, die Aussicht von hier oben ist einfach nur atemberaubend. Also wer in Phuket ist und nicht zum Big Buddha geht, der verpasst wirklich monumentale Aussichten und sehr inspirierende Momente. Ich bin wirklich geplättet hier von der Energie des Ortes. Bin total happy, dass ich hier bin. Werde jetzt aber die Kamera ausmachen, wenn ich zum Big Buddha hochgehe, da ich bin ich als Touri am Big Buddha stehen möchte, sondern ja wirklich in den höheren Sinn da bin. Bis gleich. So,
Ich komme jetzt von meinem Besuch beim Big Buddha. Unglaublich toller Moment. Ich bin noch ganz überwältigt, auch von der Aussicht hier. Also man muss wirklich hier gewesen sein, um es verstehen zu können. Wenn man hier von hier aus über ganz Phuket hinabschaut, so wie Big Buddha über Phuket wach, das ist schon wirklich fantastisch. Also ich bin wirklich schwer angetan hier von dem Besuch. Hatte natürlich mein Gespräch mit dem großen Buddha und hoffe natürlich, dass er dem entspricht und dass ich morgen gute und harte Kämpfe machen werde. So, noch eine gute Nachricht an die Lieben zu Hause. Also Selvin zum Beispiel oder Sven. Natürlich meine beiden Töchter Johanna und Maria. Ich habe euch natürlich Andenken und Geschenke mitgebracht vom Big Buddha, sodass ihr ein bisschen, zumindest in Gedanken, auch hier bei mir wart.